So, hier habe ich mal das 2485 an der 5D Mark II. Und das ist der Zoom-Ring. Ich hoffe, es ist hörbar. So, und jetzt versuche ich zu fokussieren. Also das dreht sich gleichmäßig, ohne irgendwo anzuecken. Es ist auch fest, also ich kann es jetzt nicht durch eine kleine Berührung so weit verändern, dass es dann hinterher nicht mehr passt. Also ist schon, hat schon einen gewissen Widerstand. Nochmal der Zoomring. Das Objektiv fällt nicht von selbst herunter. Denke ich mal. Ich habe es aber nicht so lang getestet. So, jetzt versuche ich mal Autofokus. So. So. Also bei gutem Licht kann er den Autofokus bei Weitwinkel erfassen. Und wenn das pumpt, dann ist es, sieht das so aus. So, bei langer Brennweite sollte es eigentlich endlos pumpen. Naja. So wie hier. Ja, es kann sein, dass er irgendwann mal den Fokus findet, aber in der Praxis ist es schwierig und ich würde es deshalb als defekt bezeichnen. OSM ist eigentlich rasend schnell und das ist eigentlich schon. Ja, jetzt hat es geklappt, aber. Okay, ich hoffe mal, das reicht. Die Linsen sind, ja, haben ein paar Staubkörnchen hier auf der Oberfläche. Innen, ja, innen sehe ich nicht viel, also nichts. Und Kratzer sind, glaube ich, eh nicht dabei. Ich kann es nochmal sauber machen. Ganz sachte. Also ich sehe jetzt keine Kratzer oder so. Das war jetzt so noch mal hinten reingucken. Tja. Alles klar. Soweit. Und manche sagen eben, dass man das hier aufschrauben kann. Und ein sogenanntes Flachbandkabel auswechseln sollte. Und das sollte es wieder gehen, aber da müsste man auch ein bisschen löten. Okay, das war's.